Boah, Digga, ich bin so fett geworden einfach. Ich hab mich gefickt. Oh! Oh! Du Hund! Ey, ich hab irgendwie in jedem Block dieselben Klamotten an. Ich bin in diesem Anzug geboren einfach. Boah, in dieser Kamera sehe ich immer wie so ein Eierkopf aus. Warum aber? So, ihr habt ja gerade gesehen, hat gegähnt und ich finde die Maße und die Länge, dass die sehr groß sind und ich finde, da passt auf jeden Fall was ganz Großes rein, du. Was sagst du dazu? Das wären die vier schlimmsten Tage meines Lebens. Jimmy! Wir haben ein kleines Problem. Ich spiele die ganze Zeit Puzzle. Ich passe nicht mal da rein, wie soll der Koffer reinpassen? Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich nur mitkomme, weil mein Flug bezahlt wurde, weil diese Jungs ein Musikvideo drehen? Leute, ich hoffe, mein Gras geht durch, Jimmy. Ich hab's den Joints vorgedreht, Jimmy. Scheiße, Digga. Ich will das nicht. Sag mal, ich glaube, ich hab Bushido gesehen. Wie kommen wir jetzt zum Flughafen? Ach so, wir sind am Flughafen, Jimmy. Jimmy! Ich geh zu dir hin. Ich frag die so, wo ist der Flughafen? Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wohin gehst du, Junge? Also, was tun Sie da? Das ist für mich das erste Mal, sehe ich das. Das habe ich noch nie gesehen. Jimmy, ich glaube, er ist getriggert, Jimmy. Er kommt gar nicht klar, Jimmy. Okay, wir spielen ein Spiel. Was meinst du, wie viele Leute hochgucken werden, wenn ich Jimmy schreie? Ich sage 7 Stück. Okay. Jimmy! 2. Wie viele habt ihr gezählt? Schreibt es in die Kommentare. Was müssen wir denn sonst machen? Der nimmt alles Hop. Deutscher, und du heißt Hop. Rob, Digga. Robbox. Wie Rob. Wie Cock. Das reimt sich, Digga. Miau. Ach du Scheiße, Digga. Aber nur so und jetzt ist Schluss. Okay. Das ist Jimmy. Ich fand das auch nicht nett, was er gemacht hat. Er bumst einfach Jimmy, Digga. What's up, bro? Where are you from? Alles gut. Where are you from? Where are you from, bro? From Finland. What are you making here? What the fuck are you doing in Germany? Say me this. Just drink beer. Ich kenne ihn nicht mal. Drink beer. Wallah. Yes. Germany, we call this animal Jimmy. Can you say Jimmy? Hi, Jimmy. Jimmy. Komm, Jimmy. Oh, Jimmy. What's your name, bro? Johnny. Johnny. Yes. Johnny findet Deutschland gut. Er ist wegen Bier 800.000 Kilometer geflogen. Machen wir den Jimmy-Test? Jimmy! Ich hätte gern einen Chicken Burger. Warte, wir drücken den Burger hoch, Digga. Wir drücken den Burger hoch. 140! Bruder, was tun wir eigentlich? Entschuldigung für die Störung. Ich bin Journalist und wollte fragen, wie die Burger hier sind. Also, wir testen die Burger. Ah, not speak German. Ah, okay. Jetzt kommt der typische RTL-Effekt, Gustav. Denk an seine Ex-Frau. Ich hatte auch mal gezeigt, ich hab das schon, komm, Bro. Wir sehen uns in der Hölle. So, Leute, wir machen jetzt den Jimmy-Test. Jimmy! Was machst du denn da auf mich? Immer noch, Alter. Ey, Digga, Walla, guck mal, wie die alle gucken. Ich schwöre, ich zoome auf jeden. Ey, die machen mir Angst, Walla. Hast du eigentlich Flugangst? Ja, dann muss ich enttäuschen, Digga. Das Flugzeug sieht nicht gut aus. Sonst die Kamera ausmachen. Immer wenn ich im Flugzeug bin und das hier sehe, muss ich ja der Jimmy über dich denken. Ey, KK. Ja, was, Bruder? Kennst du 101 Dalmatiner? Ja. Links ist dieser eine Fotze von dem Film. Die sieht einfach aus wie diese Hexe von 101 Dalmatiner, mein Game. Ich schwör alles. Sie hat einfach einen Pudel auf dem Kopf. So, alle unsere Koffer sind da. Einer fehlt noch. So, wir sind gerade in der Türkei und essen zum ersten Mal ein Big Mac. Wollen wir mal gucken, wie es schmeckt? Boah, alles einfach halal. Für 57 Kilometer, 2 Stunden. Hast du uns gefickt, Junge? Hast du auch gerade alles so sehr ehrlich? Bisschen, ja, Bro. Nicht nur ein bisschen, Digga. Das bockt sich doch nicht, 2 Stunden zu fahren, ja. Auf den Fake-Boss-Modus! Galata sein Ei? Ja! Digga, wie Penner, planlos suchen wir nach Kulissen. Wir fahren gerade einfach so auf doof und das kommt mir schon so bekannt vor. Es ist einfach kaputt, Charge, Dicker. Der Markt ist einfach zu. Meinst du, wollt einfach gerade gegen die Wand fahren? Cringe. Hey, Jimmy! Jimmy, komm her jetzt! Jimmy! Das ist nicht Jimmy, Digga. Hey, Jimmy!
Ey, wie viele Jimmys gibt's hier? Jimmy! Ach, so Söhne, Digga. Warum sind die so menschenscheu, Digga? Bruder, wir suchen Jimmy die ganze Zeit. Wir fragen. Entschuldigung, hast du vielleicht Jimmy gesehen? Wir werden hier gleich geschlagen, Digga. Ist komm. Ich will, dass du zu der Polizei gehst, Digga. Ja. Zu der türkischen Polizei. Ja. Und denen sagst, dein Bushido ist hin. Und du kriegst 5 Euro, Allah. Digga, hat aus mir Junkie gemacht. Was soll ich mit diesen 5 Euro? Gib euch mal diese Schönheit. Unglaublich. Allah. Und die Luft ist so wunderschön. Ich liebe Türkei. Ohne Spaß. Kannst du mir ein Eis kaufen? Gerne, Bruder. Oh, danke schön. Das ist Taktik. Eigentlich wollte ich bezahlen, aber jetzt muss er on-camp. Er performt vor Moschee. Er schämt sich nicht. Hey, Jimmy. Was ist denn für ein Müllkramer immer? Warum hat der ein Ohrring eigentlich? Du hast kein Ohrring. Weißt du, was das ist? Nee. Alle Hunde haben das in Türkei, weil die werden geimpft. Daran sieht man, dass der Hund geimpft wurde. Echt? Und wenn ein Hund nicht geimpft ist, kann man diese Leute anrufen. Dann kriegt er so einen Chip. Zack, er ist geimpft. Bist du Jimmy? Sag mal, sitz. So. Sitz! Otur! Otur bakayım! Otur! Bak bakayım, bak baksana bak abi! Okay, tschüss Jimmy! Fazit, ich hab noch nie so einen leckeren Kulifusöl gegessen. Nicht. Ich hab meine Jacke geklaut. Schillern, siehst du das? Ich will eine neue Jacke haben. Bunker, Baby, lass uns rumfahren. Du hast recht. Fuck, das ist die schönste Brücke der Welt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Langsam werde ich echt nationalistisch. Aber es ist nun mal die schönste Brücke der Welt. Es ist, wie es ist. Ich stinke nach Scheiße. Ich will einfach nur duschen. Ich will scheißen, aber okay, ich scheiß gerade. Sing doch weiter, Digga. Ey, ich muss scheißen, Moruk! La Liberté! La Liberté, Segat und Govang. Ich zeig euch mal ein bisschen, wie die Umgebung aussieht. Kay hat einfach eine... Ghetto. Ja, erstens das. Zweitens, Kay hat eine Wohnung auf dem Berg gekauft, Digga. Wenn ich mich hier hinsetzen würde, würde ich da runterrollen. Jimmy! Die Jimmy gesehen, hat mit mir gesprochen. Genug Sport für heute. Ey, diese Katze bellt, die miaut nicht. Guck mal, Alarmanlage. Alarmanlage. Jimmy! Jimmy! Ey, wie so ein Huhn, Digga. Geil, ich glaub, ich werd YouTuber laden. Mario, fährst du endlich los, Land, Digga? Fährst du endlich los, Junge? Aber das ist noch nicht dunkel dafür. Das wird niemals reingeschnitten. Ni hao. Er will sich da verarschen. Er bellt einfach einen Hund an, Digga. Der Hund hat Angst bekommen. Er ist einfach weg. Hier reicht, Jungs. Stopp. Stopp. Gib mir! So, jetzt werden Fake-Klamotten gekauft. Also, ein bisschen schäme ich mich hier schon. Die Leute arbeiten, die machen ganz laut Musik an. Aber ist korrekt, die Leute machen Platz und so. Digga, ihr sieht aus wie einer von Herr der Ringe. Einfach Herr der Ringe, Digga. Barış Arşı'dan bütün Almanlara selamlar. Habibi. Almanlık bütün Türkler selamlar olsun. Geht nur set auf dich? Ja. Geht nur set auf dich? Nee. Scheiße. Anyhow. Wie denn? Ich wollte die ganze Familie sagen. Hallo. One, two, three. Anyhow. Mir scheißegal, was jetzt passiert. Ich mache jetzt einfach den Jimmy-Test. Nein. Nicht in Nusret, Digga. Nicht in Nusret, Digga. Mach's überall, aber nicht hier, Digga. Wir haben alle keine Eier, die haben Schiss. Okay. Komm, mach mal. Ach du Scheiße, ich bin bei Nusser, ich komm raus, ich hab einfach Jimmy von rum, Digga. Woher kommt ihr, Jungs? Oder Aachen. Aachen, hab ich früher gewohnt. Say one more. Jimmy. Gell? Komm, Jimmy. Gell, Jimmy. Ja, komm her. Fuck, das sind türkische Katzen. So und nicht anders. Jimmy, schwarze Katze, bring mal Pech. Ich glaube, die will gefestet werden. Ja, ich glaube auch. So ist das Wasser an der Stelle mit dem Vlog. Für mehr Inhalt hat es leider nicht gereicht. Wir waren wirklich nur im Stress, haben geschlafen, sind aufgestanden, Musikvideo dreht, bla bla bla. Normalerweise sollte dieser Vlog direkt nach dem Release von Kay und Maestro online kommen, aber ich habe es zeitlich leider nicht geschafft, tut mir leid. Sonntag gibt es eine neue Watt für Spacken-Folge. Und ihr habt es ja auch auf Instagram schon mitbekommen, ich war ja bei dem Spiel live vor Ort, Beşiktaş gegen Kasım Paşa. Habt ihr Bock, dass ich das hochlade nächsten Mittwoch? Live-Reaction aus dem Stadion aus, müsst ihr wissen. Kommentiert und liked einfach das Video. Nach Jahren habe ich Laminat. Sorry, dass ich keine Softbox habe. Seht ihr den hier? Seht ihr den? Dem müsst ihr einen Namen geben in den Kommentaren. Ich habe sehr oft in meinen Videos angekündigt, aber bald ist es wirklich soweit. Was zu bald? Heute ist Mittwoch.
Freitag wollen wir streamen. Den zweiten Kanal habe ich auch umbenannt, der heißt jetzt John Broke Live. Abonniert ihn auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns Freitag im Stream. Gebt euch Leute, ich habe auch einen neuen Tisch gekauft, dies, das, neues Mikrofon, Mischpult fehlt noch. Da muss noch alles eingestellt werden, dies, das, aber ich hoffe, wir sind Freitag auf jeden Fall live. Uhrzeiten gebe ich dann auf Instagram Bescheid. Und wie gesagt, Leute, dieses Video ist eigentlich nur entstanden, weil ich die Jungs unterstützen wollte mit meiner Reichweite. Ich habe den Release leider ein bisschen verkackt. Ich hoffe, die Jungs sind mir nicht böse. Folgt auf jeden Fall Maestro und Kay auf Instagram. Ich habe die beiden verlinkt. Geht einmal auf das Musikvideo rüber und kommentiert. Keine Ahnung. Was sollen die kommentieren? Jimmy, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens Sonntag auf meinem Hauptkanal wieder und Freitag im Livestream.